Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Harvestella. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich sehr freuen. Ich frage mich schon seit längerem, ob die Musik vielleicht zu laut ist oder die Musik und Töne und sowas. Mir hat keiner was gesagt im Chat die ganze Zeit. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht kann ich ein bisschen leiser machen. Nur so ein Ticken. Bye bye. Was? Achso, die Fee war das, oder was? Oha. Ein Cornelo-Händler hat sich in Glete niedergelassen. Du kannst Haustiere kaufen, um die Weltkarte schneller zu bereisen, oder Nutztiere, um sie großzuziehen. Du brauchst ein kleines Gehege, um Nutztiere zu halten. Beauftrage doch den Renovierladen mit dem Bau. Versuche, ein Haus oder Nutztier beim Cornelo-Händler zu kaufen. Wir haben so eine Puppe gefunden. Lass mich raten. Man kann ein Haustier mit den Puppen kaufen. Quests. Dieses Symbol zeigt die Orte an, an denen eine Quest fortgeführt wird. Handlungsstränge, die Beziehungen zu anderen vertiefen, werden am Ort dieses Symbols fortgeführt. Du kannst im Menü unter Tagebuch eine Zusammenfassung zu jeder Quest lesen. Wir haben jetzt erst das quasi... Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre jetzt erst das Tutorial richtig vorbei. Dass das Spiel jetzt offen ist, quasi. Ach, 8 Uhr morgens. Machen wir gleich, aber das ist Hauptquest auch hier. Warte, wo ist denn der Händler? Ach, da oben, da ist er. Da. Hallo. Ach ne, es kostet wirklich nur Geld, okay. Oh, wie süß. Von der Weltkarte erreichbar. Ein flauschiges Wesen mit langen Hörnern. Reite dieses Wesen, um dich schneller über die Weltkarte fortzubewegen. Futtermacher. Erlerne ein neues Herstellungsarten. Hiermit lernst du, wie du einen Futtermacher herstellst. Oh, wir müssen Futter kaufen. Für die Tiere dann. Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Ta-da-da-da. Potato Star. Hab dich. Du wirst nie bei Fang den Cornelo gewinnen. Ach, du holst mich immer so schnell ein. Ich will jetzt Verstecken spielen. Dabei kannst du mich gar nicht besiegen. Hehe, wetten doch. Oh nein, tut mir leid. Ich muss nach Hause. Ach, komm schon. Aber wir haben erst ein Spiel gespielt. Ich weiß, es tut mir leid. Ich sehe euch beide morgen. Pff, was ist denn in letzter Zeit mit ihr los? Es ist doch nicht mal dunkel draußen. Ich wollte doch Verstecken spielen. Oh, Potato. Na, amüsiert euch beiden. Das haben wir, aber dann musste Milika nach Hause. Wir können wohl genauso gut auch heimgehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, macht Milika das jetzt schon seit ein paar Tagen, nicht? Es ist doch nicht mal Zeit zum Abendessen. Was wohl los ist? Vielleicht muss sie im Haushalt helfen. Nee, ich glaube nicht, dass Milika viel im Haus hilft. Sie spielt viel zu gerne. Ich glaube, Potato könnte vielleicht recht haben. Es muss einen Grund dafür geben. Hey, Van, glaubst du, dass Milika vielleicht einfach super böse auf uns ist? Wie bist du denn drauf? Warum sollte sie? Weißt du, ich glaube, du könntest recht haben. Siehst du, das habe ich auch gedacht. Würde sie denn dann mit euch spielen? Pah, Potato, du weißt echt gar nichts über Mädchen, oder? So will sie nur unsere Aufmerksamkeit erregen, ist doch klar. Aber wir müssen irgendetwas tun. Das alles wirkt sich wirklich negativ auf unsere Spielzeit aus. Glaubst du wirklich, sie wäre nicht mehr böse auf uns, wenn wir jetzt etwas dagegen unternehmen würden? Das ist eigentlich so ein Weichei. Wir müssen uns die Mühe machen und es herausfinden. Das schreckt der Operation super Entschuldigung. Super Entschuldigung? Das Super steht für super schwierig. Und jetzt steckst du auch mit drin, Potato. Das stimmt, du kennst den Codenamen. Willkommen im Trupp des geteilten Schicksals. Alles klar, wir brauchen eine Strategie. Also, was denkt ihr, sollten wir tun? Ihr könntet euch einfach entschuldigen. Bist du verrückt? Mein Papa entschuldigt sich dauernd bei meiner Mama und es funktioniert nie. Oh, du glaubst also nur, weil du dich entschuldigst, ist alles vergeben und vergessen. Dann wird sie noch wütender. Das klingt wie etwas, das Milika sagen würde. Warum geben wir ihr stattdessen nicht was Schönes? Hm, na gut, alles klar, schenken wir ihr was. Da fällt mir ein, Van, versuchen wir doch etwas an dem Ort zu finden, den wir gestern entdeckt haben. Gute Idee. Potato, wir gehen an die Stadtgrenze zur Njordsteppe.
Und wir kommen erst wieder, wenn wir etwas gefunden haben, das Melika gefallen wird. Wir sehen uns dort. Melikas Geheimnis. So, that's the teacher. Muss ich kurz was fragen, wenn ich mit USB OBS aufnehme, ist die Sensitivity vom Mikro nicht einzustellen. Es sind, glaube ich, also wenn du ein Soundinterface hast, gibt es für OBS theoretisch, glaube ich, ein Plugin. Ich weiß nicht, ob das aktualisiert ist für die aktuelle Version von OBS. Mit dem man die ASIO steuern kann. Oder ASIO-Quellen abgreifen kann. Aber ich weiß ja nicht, was deine hardware-seitige Einrichtung ist. Bei mir, ich habe halt mit Soundinterface und arbeite mit einer DAW. Also bei mir ist es nicht ganz so einfach alles. Mit Sound. Sound ist ein schwieriges Thema. Farmgröße Level 2 Küchentheke. Ach, kostet 2000. Aber das lohnt sich, glaube ich, schon übel. Das lohnt sich echt übel, das zu machen. Wir können das machen und noch angeln. Komm, wir machen das. Okay. Please, come again. Meinst du, dass das ASIO-Plugin ist nicht, also ich weiß ja nicht, ob du ein Soundinterface hast oder ob du das alles über den Onboard machst, über das Motherboard. Also Empfindlichkeit kannst du über das Motherboard nicht einstellen. Also ich weiß nicht, ob du ein XLR-Mikrofon hast etc. Ich brauche da ein paar mehr Parameter. Dann kann ich dir vermutlich helfen. Zumindest ein bisschen. Vielleicht in die richtige Richtung stupsen oder so. So, Angelkenntnisse haben wir erhalten. Und jetzt können wir noch ein paar Zwirbeln kaufen. Außerdem können wir mal ein bisschen Geld machen. Du kannst an Angelstellen angeln. Angeln braucht Zeit. Hole mit B Fische ein, wenn der Schwimmer unter die Wasseroberfläche gezogen wird. Da weiß ich nichts. Keine Ahnung. Ich kenne jetzt nicht jedes Mikrofon auf der Welt. Ich habe ja... Was für einen Anschluss hat das Mikrofon denn? Das ist ja die Preisfrage. Aller Fragen. Hast du ein Soundinterface dazwischen oder hat das Ding selbst ein Soundinterface und mit USB angeschlossen? So. Dann müsstest du doch am Mikrofon eine Möglichkeit haben, die Sensibilität einzustellen. Du musst ja irgendwo das Gain einstellen können. Ich nehme an, die Sensibilität... Oder meinst du, wann das anfängt aufzunehmen? Wann das quasi... Meinst du Noise Meter? Also, dass das nicht alles aufnimmt, auch die kleinsten leisesten Töne nicht und so. Ein Noise Meter kannst du einstellen bei OBS. Du musst bei der... Moment, du musst bei der... du hast ja so einen Audio-Mixer. Und bei dem Punkt, Punkt, Punkt kannst du, glaube ich, Filter einstellen auf dem Mikrofon. Und da müsstest du eigentlich einen Filter hinzufügen können, Noise Gate. Und da kannst du quasi einstellen, ab welcher Lautstärke das Mikrofon überhaupt aufnimmt. Da kannst du, glaube ich, auch Attack und sowas einstellen und Release. Damit dann quasi Attack heißt, wie lange braucht das dann, um voll aufzunehmen. Das heißt zum Beispiel 10 oder 50 Millisekunden heißt, wenn du dann auf einmal laute Geräusche machst, dann braucht das 50 Millisekunden und fadet hoch. Und Release bedeutet dann, wie lange das braucht, wenn die Geräuschschwelle wieder unterschritten wird, um dann wieder auf Null runter zu pegeln. Und das sind, ich weiß nicht, ob da beim Noise Gate bei OBS das drin ist. Ich mache das alles, wie gesagt, über Fruity Loops, über eine DAW. Da benutze ich den normalen Limiter von Fruity Loops, der standardmäßig dabei ist. So. Man muss einfach mal gucken, ob du da das Noise Gate findest und ob du da mit den Einstellungen irgendwie... Du hast es gefunden, ja wunderbar, das freut mich. Ups, jetzt habe ich die falsche Sache in die Lagerkiste gepackt. Ist auch gut, wenn man mal helfen kann, ne? So, dann packen wir das da rein. Okay. Oh, wir haben Post. Diese drei bereiten mir etwas Sorgen. Wie ist es dir ergangen, Potato? Oh, schön, dass du dich langsam ans Dorfleben gewöhnst. Hast du schon Van und seine Freunde kennengelernt? Normalerweise sieht man die drei überall in der Stadt, aber mir ist aufgefallen, dass zwischen ihnen in letzter Zeit etwas nicht stimmt. Bitte sprich doch mit ihnen und hilf ihnen, wenn sie denn Hilfe brauchen. Diese alten Knochen sind leider nicht mehr, was sie mal waren, und du bist sicher mehr fähiger, ihnen mit ihrem Problem zu helfen. Vom Bürgermeister. Im Prime-Sub sinnvoll investiert. Ja, siehst du mal. Schloss Lewis Presse. Meiden Sie die Konomalie.
Gerade eben hieß noch alles irgendwie gut und jetzt... Liebe Bürgerinnen und Bürger, das gestrige unerwartete Leuchten der Konomalie konnte im ganzen Königreich beobachtet werden. Wir befinden uns im Ausnahmezustand. Die Gebiete rund um die Konomalie sind derzeit von verstärkter Monsteraktivität betroffen. Schloss Lewis reagiert mit einer dringenden Untersuchung. Bitte meiden Sie die Konomalie. Das Monolith kann weiterhin für alltägliche Bedürfnisse genutzt werden. Die Konomalie stellt keine unmittelbare Gefahr dar, solange kein enger Kontakt besteht. Nachrichtendienst Schloss Lewis. Ja, ist halt immer ein bisschen schwer, wenn ich habe halt immer die Fachbegriffe im Kopf, ne? Also Noise Gate habe ich dann halt einfach im Kopf und dann sagst du Sensibilität und dann muss ich erstmal überlegen, was meinst du damit? Aber ich bin ja drauf gekommen. Ich habe gerade nämlich überlegt, ob du Gain meinst und Gain würde keinen Sinn machen. Weil Gain ist ja einfach nur die Verstärkung. So. Aber ich bin ja drauf gekommen, zum Glück. Hast du deinen Namen gerade eben irgendwann geändert oder so? Weil ich hatte mich, glaube ich, nicht bei dir bedankt. für das Prime-Sub dann. Hast du deinen Namen verändert? Ach so, du bist der Handwerker. Okay, ja, okay. Gut. Dann weiß ich da Bescheid, weil ich war gerade schon verwirrt. Ich dachte, verliere den Verstand oder so. So ein bisschen tue ich das ja auch. Ups, falsche Taste. So. Dann das da rein, dann packen wir das da rein. Wir haben jetzt bald eine Kochzeile, das heißt, wir sollten das Essen auch bewahren. Der echte Beruf. Warte mal, hier ist noch ein Weg, oder? Warte mal, hier ist auch was. Achso, das war nur der Brunnen. Da können wir ja nicht reingucken, ne? Wir brauchen Licht dafür, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob da beim Brunnen irgendwann mal was kommt. Kann man mit der Fee sprechen? Was kann die Fee denn so? Farmwork is pretty good wing exercise. Okay, nicht scheinbar. Nur reden kann sie. Bye bye. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt. Sollen wir hier irgendwo anders hingehen? Ach, wir sollen dann J-Steppe für die Quest noch, ne? Genau, da machen wir das jetzt eben. Vielleicht finden wir noch ein paar Informationen Lete. Oh, die möchte unbedingt, dass wir da hingehen, okay. Na gut. Die hindert mich daran, die Nebenquest zu erledigen. Warte, ich hatte eben nicht Samen gekauft? Habe ich die alle schon gepflanzt? Bin verwirrt. Vielleicht habe ich die auch in die Kiste gepackt. Kapitel 3b, das Requiem der Bulla. Leider verkauft mir so etwas hier nicht. Ich verstehe, das ist aber wirklich schade. Ich war mir sicher, ihr hättet es im Angebot. Aber es war nicht vollends umsonst, denn ich bin hier auf etwas viel Kostbareres gestoßen. Wirklich? Wir fühlen hier etwas so Seltenes? In der Tat, man findet nicht in jedem alten Dorf eine junge Dame von solch außergewöhnlicher Schönheit. Wie bitte? Ich... Sieh an, wo wir gerade von Schönheit sprechen. Einst schöne Dame. Oho, du trägst aber einen durchaus interessanten Duft. Was fällt dir eigentlich ein? Entschuldigung, beim ersten Treffen mit einer Dame sollte ich etwas derart Geschmackloses wohl nicht sagen. Willst du jetzt etwas kaufen oder nicht? Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, aus Chatulla, nicht wahr? Ah, das ist richtig. Es scheint, als gäbe es hier die Vorrichtung, die ich brauche, wohl doch nicht. Vorrichtung? Oh, das tut mir leid. Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Heine. Mir gehört das Chatulla-Atelier. Chatulla liegt südlich von hier. Es ist eine recht friedliche kleine Hafenstadt. Zumindest war sie das. Durch die veränderte Chronomalie und Lorelei ist es dort etwas geschäftiger geworden. Wie auch immer, es sieht aus, als wäre ich hier fertig. Schau doch mal im Atelier vorbei, wenn es dich mal nach Chatulla verschlagen sollte, ja? Ah,
Anleitung priorisieren. Bei der Auswahl von Geschichten und Quests im Menü unter Tagebuch kannst du mit B die Anleitung priorisieren. Die Anleitung. Die Quest. Ich weiß nicht, wie die von Quest auf Anleitung kommen. Achso, das ist der Monolith hier, der so Geräusche macht. So. Kapitel 3a, das Ei des Himmels. Es tut mir leid, dass ich so nerve. Ach, das ist gar kein Problem. Obwohl ich überrascht war, dass ich Estina doch auch gerade Medizin für... Da ich Estina doch auch gerade Medizin für Nemea gegeben hatte. Es geht doch wohl nichts im Waisenhaus um, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Ah, willkommen! Einen Moment bitte, ich kümmere mich noch um einen anderen Patienten. Danke fürs Warten. Bist du aus Lethe? Potato hier wohnt in der Nähe und hat schon mehr als nur genug Ärger miterlebt. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Ich bin Azir. Er kam den ganzen Weg aus Nemea hierher. Schließlich gibt es dort keine so begabte Ärztin wie dich, Chris. Wo ist Nemea? Oh, stimmt ja. Du weißt es wohl nicht. Nemea liegt irgendwo östlich von hier, ziemlich nah bei der Chronomalie des Frühlings. Es ist eine wunderschöne Stadt voller Kirschblüten. Du solltest sie dir mal ansehen, wenn du Zeit hast. Also, naja, jetzt ist vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt für eine Stadtbesichtigung. Ist etwas passiert? Tja, es gab ein paar Probleme. Es gab einige seltsame Vorkommnisse, seit die Chronomalie vor kurzem verrückt spielte. Dabei wurden ein paar der Leute verletzt, die das Ei untersucht haben. Sie haben ein Ei untersucht? Nun, dieses Gebilde namens Ei des Himmels erschien neben der Chronomalie und seitdem... Hey Chris, ich habe hier die Zutaten, die du wolltest. Vielen Dank, Dim. Ich muss sie nur zusammenrühren und... Fertig. Hier ist deine Medizin, Azir. Vielen Dank. Dann gehe ich mal zurück. Doktorin Kress, Herr Dim, Potato, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Doktorin Kress? Herr Dim? Die Chronomalie ist also in Nemea. Hat er damit dein Interesse geweckt? Alles, was mit der Chronomalie zu tun hat, was? Dein Bedürfnis, dich einzumischen, ist wirklich einzigartig. Wenn du deine Nase in deren Probleme stecken willst, ist das deine Sache. Du willst ihnen helfen, oder? Das will ich nicht sagen. Du findest Nemea östlich von Lethe, jenseits der Njordsteppe. Grüße Azir von mir, wenn du tatsächlich gehst. Und übrigens, that's the teacher. Gerade eben war ich der Lehrer. Da habe ich dir was beigebracht. Vielleicht habe ich den falschen Beruf ergriffen. Immer nur Scherze. Verstehe. Es ist ein riesiger Monolith, oder? Ich wette, alles, was in letzter Zeit geschah, lässt sich darauf zurückführen. Was machst du da? Oh, wohnst du in diesem Dorf? Mein Name ist Shrika Viramant. Ich bin eine Missionarin des Ordens der Chronomalie. Die Chronomalie hat sich in letzter Zeit merkwürdig verhalten, nicht wahr? Ich sehe mir die Sache gerade an. Eigentlich kam ich bereits kurz vorher in dieses Dorf, da ich hörte, ein Meteor sei hier gelandet. Ich wollte ihn sehen. Weißt du etwas darüber? Da war ein Mädchen drin. Da drin? Ha, sehr lustig. Ich verstehe, du willst mich veräppeln, hä? Huh? Es ist ziemlich dreist von dir, eine Missionarin zu ärgern. Woher weißt du überhaupt so viel? Du bist nicht einfach nur eine gewöhnliche Dorfbewohnerin, oder?
Du erzählst ihr, dass du die Chronomalie untersuchst. Ah, ich verstehe. Also bist du keine Dorfbewohnerin, sondern eine Reisende. Schwester Schrieker, wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Jetzt schon? Ja, nun gut. Ein paar Dinge habe ich immerhin schon herausgefunden. Bis dann, Reisende. Ich bin im Westen, in der heiligen Hauptstadt. Also komm vorbei, wenn du in der Gegend bist. Immerhin erforschst du die Chronomalie. Da sehen wir uns mit Sicherheit wieder. Du fragst dich, warum? Ist das nicht ziemlich offensichtlich? Weil sich die Chronomalie des Winters in der heiligen Hauptstadt Argen befindet. Da liegt was im Argen. Gehen wir. Okay. Da liegt was im Argen, nämlich die Chronomalie des Winters liegt im Argen. Wir können jetzt angeln, wir sollten das mal ausprobieren. Okay, muss noch tiefer runter, okay. Starkhafen, Größe 39, New Record. Ein Fisch mit harten, unbiegsamen Schuppen. Seine glänzenden Augen geben einem das Gefühl, als würde er eingehend etwas in der Ferne beobachten. Vermutlich starrt er nur vor sich hin. Schön, haben wir mal einen Fisch gefangen. Okay. Das hat die Farbe verändert, oder? War das vorher auch schon in der gleichen Farbe? Ich bin mir unsicher. Badadam, badadam, badadam. Habe ich das aus Versehen in die Verkaufskiste gelegt? Oder habe ich die wirklich alles schon gepflanzt? Habe ich die Sachen in die Lieferkiste gelegt? Da sollen die nicht rein, die beiden Sachen. Okay. So, dann wollen wir mal zur Njordsteppe gehen. Bye bye! Bye bye! Wow, was für eine Aue. Es ist das erste Mal, dass ich einen solchen Ausblick erlebe. Gibt es in deiner Zeit keine Wiesen? Doch, es gibt sie, aber sie sind nicht mehr, was sie mal waren. Trotzdem, hier treibt sich eine ganze Menge Monster rum. Wir müssen diese Wiesenlandschaft durchqueren, wenn wir nach Nemea wollen. Und das wird nicht leicht werden. Wir werden unterwegs Pausen einlegen, damit wir uns nicht überanstrengen, aber... Oh, sieh mal, Potato. Dieser Ort ist perfekt für eine Pause. Ich sehe kein einziges Monster in der Nähe. Je früher wir solche Plätze entdecken, desto besser. Wir sollten unterwegs darauf achten. Ich bin nicht sehr müde, aber wir wissen nicht, was vor uns liegt. Nutzen wir die Gelegenheit, um uns auszuruhen. Ach, heilen die Dinge einem auch, oder was? Wir sollten uns auch ein relativ entspanntes Essen gönnen können. Mit leerem Magen kommt man nicht weit, stimmt's? Schauen wir mal, was wir uns zubereiten können.
Pause machen. Du kannst überall dort eine Pause einlegen, wo du einen Motus-Monolith siehst. Wähle eine Mahlzeit und genieße sie mit deiner Gruppe. Auf diese Weise kannst du deinen Begleiter besser kennenlernen. Die Mahlzeiten, die du während einer Pause isst, haben eine stärkere Wirkung als sonst. Du kannst einmal pro Tag bei einem Motus-Monolith in einem Verlies Pause machen. Aha, okay. Okay, ich glaube, wir haben uns lange genug ausgeruht. Bist du bereit zum Aufbruch? Ich habe leider nichts mehr zu essen dabei, das ist das Problem. Aber bald kann ich ja was kochen. Was, die sind jetzt Level 10 hier, die Gegner, okay. Wir waren vorher noch Level 1. Egal, ich bin mittlerweile mega mächtig. Ich bin mittlerweile mächtig. So mächtig bin ich, oh ja. Potato, du bist gekommen. Alles klar. Mission Super, Entschuldigung, kann beginnen. Warte kurz, Van. Wir haben uns noch gar nicht entschieden, was wir ihr eigentlich schenken wollen. Du hast recht. Papa sagt, Mädchen mögen hübsche Sachen, also vielleicht würde ihr sowas auch gefallen. Hübsche Sachen. Oh, wir könnten bei den Felsen nach einem hübschen Stein oder sowas suchen. Super, okay, dann haben wir uns für ein Geschenk entschieden. Jetzt müssen wir nur noch einen finden. Potato, hast du das richtige... Hast du das richtige Werkzeug dafür? Natürlich. Alles klar. Gute Arbeit, Rekrut. Also gut, ausrücken. Hey, Wayne, hast du schon was gefunden? Noch nix. Weit und breit kein einziger. Was ist mit dir, Potato? Hier liegt etwas auf dem Boden. Was? Echt? Wow, du hast es geschafft. Gut gemacht, Potato. Du verdienst eine Belohnung für deine Dienste. Der ist so schön. Melika kann gar nicht böse auf uns bleiben, wenn wir ihr den hier schenken. Dann können wir wieder zusammen spielen, wie vorher. Wir sollten ihr den sofort geben. Du hast recht. Gehen wir zurück nach Lete und treffen uns vor dem Gasthaus. Okay, die tun ganz schön weh, die Gegner. Hier sind ganz schön viele Forstmonster. Möchte ich mal kurz festhalten. Badadam, badadam, bam, badadam. Hab ich auch was zu essen? Nee, nicht wirklich. Da vorne wäre aber das nächste Ding. Let's get this over with. Okay. Aber ich habe schon mal ein Stück geschafft vom Weg.
Und wir haben Samen bekommen. Die müssen wir nochmal ganz kurz sehen. Man kann mit ihr hier einfach reden, oder was? Komm zu mir und sag Bescheid, wenn du die Chronomalie untersuchen willst, okay? So. Hey. Wir haben wieder zwei Kupfererz. Das heißt, wir können... Ich wollte keine Dose runterschmeißen diesmal, aber es ist wieder mal passiert. Das ist Potato Pet. Ist mir gestern auch schon passiert. Ach, herrlich. So, zum Glück war sie leer. Das ist schon mal schön, weil ich habe die vorhin getrunken. Ich würde gerne wissen, wie viel die an Geld geben. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Oder ist das da oben, die 28? Ist das die Zahl, wie viel Geld das gibt, wenn man was verkauft? Nee, das ist, glaube ich, wie viel ich im Lager habe davon, ne? Dann packen wir jetzt erstmal alles ins Lager. Das hier kann man nur... Aber nur verkaufen, nehme ich an. Den Fisch. Schauen wir mal. Schlafen können wir den Part hier noch. Ich merke schon, Dosen darf ich hier nicht hinstellen. Hm, 55. Ist jetzt nicht viel Geld, aber immerhin. Was ist das für ein Lärm? Aber was das für ein Lärm ist, meine lieben Freunde, erfahren wir jetzt im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!